Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind drauf und dran vom Einsatz zurück und ja, BGA, den Teil zumindest der BGA haben wir kontrolliert abbrennen lassen. Das ist mal zur Info. Das wird aktuell noch überwacht oder ist auch sogar schon abgeschlossen, das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist es eben so, dass die Silos, das Wohnhaus abgebrannt ist. Was mit Ole ist, müssen wir mal schauen. Keine Ahnung, da habe ich selbst keine Informationen. Das werden wir mit Sicherheit noch mitgeteilt bekommen. Und ansonsten, Harry, war eine ganz schöne Hausnummer da unten, oder? Auf jeden Fall. Also, es ging ja, wo das dann noch explodiert ist. Also, Gottes Willen, du. Also das war auf jeden Fall ein Einsatz der anderen Art, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ganz schön geschluckt. Ja, das ging mir nicht anders. Ich muss, okay, das erklärt gerade einiges. Chef. Was denn? Na, setz dich mal in deinen Rechner und mach mal deine Pressware auf. Ja. Jupp hat ein bisschen Urlaub. Kann ich auch nachvollziehen, warum. Landtag? Ach so, ein Urlaubsantrag hat er uns geschrieben. Ja, ja. Aber guck mal, was ist denn da noch dabei? Es ist ein Gründer. Ja, gut, hat er sich auch. Hiermit beantrage ich vom 5. bis 6.10. Sie werden dafür 2 Tage Urlaub benötigt. Urlaubsanspruch bis heute 57. Heute beantragt du 2. Resturlaub 55? Ja, 57 minus 2 ist 55. Nee, wo kommen 57 Tage Urlaub her? Habt ihr feuchten Hut auf? Ihr hättet keine 57 Tage Urlaub. Ja, wir haben neue Verträge gemacht, wo du damals die paar Jahre. Gesundheit mit neuen Verträgen, 57 Tage Urlaub. Das könnt ihr aber komplett essen. Ja, das läuft auf keinen Fall. 57. Ja, aber ich hab 89. 57 Tage Urlaub, ey. Was? Was hat denn hier? Wellness und Massagen. In der Ruhe liegt die Kraft. Sie leiden unter Ausflippern, können nicht mehr abschalten. Lernen Sie Ihren inneren Ausflipper zu bändigen. Entspannen Sie sich in unserer Wellness Hotel und fühlen Sie sich wie neu geboren. Ihr Wellness Hotel Flipper. Mhm. Da ist er wo, oder was? Ja, ich denke mal, aber Chef, ich kann es nachvollziehen. Also, wenn er wieder da ist, werde ich mal fragen, wie es war. Vielleicht gehe ich dort auch mal hin. Ja. Du! Was denn? Ich? Das war nur eine Idee, bleib geschmeidig, ne? Geh dorthin. Weil wenn wir jetzt wie viele Tage? 80 Tage Urlaub haben, dann kann ich ja im Moment 20 Arbeitstage haben. Warte, also die Urlaubstage sind wie folgt, siehst du, ne, gut, dass wir mal drüber reden. Also der Jupp hat wie gesagt so 57, also jetzt nur noch 55, Harald. Bei mir sind es 89 und bei dir sind es 27. Harald, du weißt schon, dass ich als Geschäftsführer mir frei mache, wenn ich frei mache? Ach ja, Mensch, du sei doch nicht immer so, du weißt doch, das muss ja Spaß machen. Aber hörst mal zu, wir brauchen Wasser. Wir brauchen tatsächlich Wasser, ja. Kannst du mal Wasser holen und hinten in die Kalkproduktion reinfahren? Ja, die Produktionen sind soweit erstmal alle wieder ready to fly, ne? Ja, so relativ, so gut wie man sehen kann. Ja, okay. Wir müssen uns halt auch drum kümmern. Wir sind halt auch auf die. Was kackselst denn du jedes Mal da hoch? Ja, einen besseren Überblick zu haben. Ja, ne, versuch's doch mal mit Plateauschuhen. So, ich muss erst mal hier einen Blick reinwerfen. Warum ist unser Lager eigentlich alles leer? Ja, dann frag mal die Bauern. Ja, erntet hier keiner mehr oder was? Ne, die kommen ja ihrer Pflicht nicht nach. Die hatten ja eine Lieferpflicht, aber keiner kommt da. Der steht ja immer noch dort. Wieso das denn? Okay, dann wäre ich jetzt... Aber, oh, guck mal, aber Jupp hat ihn repariert. Ja, das ist alles gut. Pass auf, weißt du, was ich da jetzt mache? Nein. Den fahre ich mal schnell zum Ringele. Da freut er sich. Das ist nämlich nochmal Geld für ihn. Aber kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Wer hat denn den so komplett behindert hier eingeparkt? Ja, was denn? Fahr vorsichtig, bitte. Ja, ich möchte keinen Anruf haben, dass irgendwas passiert ist. Ja. Es ist ja tatsächlich aber so, sag mal, ist da nicht auch eine Wasserstelle da hinten irgendwo? Da, wo du hinfahren willst, nicht. Pass auf, fahr gemütlich runter, ich kümmere mich ums Wasser. Ja, nee, mir geht's ums Zurückkommen. Ja, dann probier's mit Laufen. Ernsthaft jetzt? Nö. Nee, ich steig mal aus. Ich hab eine Idee. Gut, alles klar, ich fahr mal schnell zum Raimunden hoch, ne? Ja, mach das. Gut, Harald, bis gleich. Aber warte, Chef! Was ist der? Hat mich noch gehört. Hier, hör mal, wenn du sowieso gerade unterwegs bist, ne, meld dich mal beim Bürgermeister und sag denen mal, dass unsere Silos leer sind, dass keiner von den Bauern irgendwas nachkommt. Ja, mach ich. Gut, danke. Okay, gut, so wird's. Ja, hallo? Ja, Schlag hier, moin. Ja, moin, grüß dich. Sag mal, ist der Ringel irgendwie in deiner Nähe?
Ich fahr gerade dorthin. Jetzt gerade dorthin. Ich fahr gerade dorthin, soll ich denn irgendwas ausrichten? Ja, richtig mal aus. Ich habe ja seine Fahrzeuge jetzt alle veräußert. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich ihn auch irgendwie, wenn möglich, unterstützen würde. Ja. Kannst du ja mal erzählen, dass er mir mal irgendwie bei Gelegenheit sagen soll, was er jetzt noch in den Miesen ist. Ich will mal gucken, was sich da machen lässt. Na pass auf, ich hab noch was Grandioses. Ich bringe den Raimund gerade was. Das könnte er theoretisch noch mitverkaufen. Ich glaube, das würde ihm sogar gut helfen. Okay. Mal gucken, ich bin mir aber noch nicht sicher. Vielleicht komme ich gleich noch mit ihm unten vorbei. Wie viel, achso, du weißt jetzt aktuell nicht, was er in dem Miesen ist, ne? Nee, ich habe ja, wie gesagt, seine Fahrzeuge alle verkauft. Da wird er ja auch ein bisschen Profit draus geschlagen haben. Und daher habe ich gesagt, würde ich das also sonst mal, soll er sich mal melden oder was? Weißt du, was rumgekommen ist bei den Fahrzeugen? Weil bei der Schuldensumme bezweifle ich, dass da ein Plus steht. Das glaube ich auch nicht. Der wird noch irgendwas in den Nassen sein. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, ich würde ihn irgendwie unterstützen. Dann muss man halt natürlich vorher mal drüber sprechen. Ich kann ja jetzt nicht einfach da ihm irgendwie was überweisen. Und ja, naja. Ne? Okay. Ich weiß ja auch nicht, wie das bei ihm ist. Nicht, dass ich ihm irgendwie ein Geld überweise und nachher kriegt er da steuerlich auch noch Stress mit. Das möchte ich ja nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Da müssen wir schon alles abklären jetzt hier. Das ist ein ziemlich brenzlicher Fall tatsächlich. Ich rufe ihn mal an. Ich guck mal, wo er treibt. Dann kommen wir mal runter. Alles klar. Guti, danke Karl für die Info. Jo, ciao. Ciao. Ringel, hallo. Raimund? Ja. Wo bist du denn? Auf den 80ern am Diebenlogger ran. Was, ganz unten? Mhm. Ach ja, stimmt, du arbeitest für uns, ne? Mhm. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie halt da unten ankommen. Pass auf, ich habe noch was gefunden, Raimund. Was denn? Das würde dich sehr freuen, das ist eine kleine Überraschung. Okay. Das ist eine kleine Überraschung und das könnte dir vielleicht helfen, deinen Schuldenberg noch etwas zu bekämpfen. Dann fass doch gleich zum Schlag. Willst du nicht wissen, was es ist? Was ist es denn? Naja, ich komme mal vorbei, dass ihr euch noch ein letztes Mal seht und dass du dich verabschieden kannst, dann können wir zusammen zum Schlag fahren, beziehungsweise irgendwie so in der Art. Na? Alles klar. Ich bin ja gerade schon auf dem Weg nach unten. Ich hoffe einfach, dass das alles seinen Gang geht. Also mit, schauen wir mal, mit unten ankommen. Ach so. Karl hat auch gesagt, naja, komm, quatsch mal nachher, muss am Telefon nicht sein. Ja. Yep. Okay, alles klar. Gut, bis gleich, Raimund. Bis gleich, ja. Jo, tschüssi. So, gut. Dann fahren wir das gute Stück mal runter, ey. Das ist eine Waffe. Das ist kaum zu bändigen, das Teil. Also ganz ehrlich, das Teil macht, was es will. Also entweder hat der Johannes hier noch irgendeine Kacke gebaut, dass das gar nicht... Dass der vorne irgendwie, habt ihr das Gefühl, ist mit der Lenkung... Naja, komm, scheiß drauf. Als Export geht das 10-mal. So. Aber der lässt sich sowas von Eier... eirig fahren, das ist ja echt komisch. So, warte mal, auf den 80er Feldern ist er der Raimund, hat er gesagt. Okay. Ach, siehst du, ich wollte den Karl. Oh, hier! Übel! Kurz gebremst, zack! Volle Drehung. Wahnsinn. Was wollte ich sagen? Kann ich den Karl gleich nochmal fragen, wie es an der BGA aussieht, ob da alles in Ordnung ist. Soweit. Also das war ja, oh Gott, war ja alles gut, aber Raimund! Aha, also ganz ehrlich, das Teil würde ich mir nie kaufen. Ja, ich weiß nicht. Also es ist schon komfortabler als ein Lambo, aber ja, es ist halt nicht das Gleiche. Vom Fahren her ist das doch ein absoluter Müllhaufen. Es ging eigentlich. Echt? Jo. Gott, ey, da habe ich aber den Lamborghini mehr gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Na gut, jetzt wird es erstmal Dacia und Fiat in den nächsten Tagen. hätte ich mir vielleicht auch verkneifen können. Raimund, guck mal, der ist ja noch fitti, da ist ja noch alles gut. Wollen wir den mit, willst du den gleich mit exportieren? Ja, auf jeden Fall. Weißt du zufällig, was aktuell noch in der Kreide steht? Warte mal, ich guck mal kurz aufs Handy. Der Schlag hat ja was angekündigt.
Ich habe jetzt noch auf dem einen Konto ungefähr 160 in Miese, auf dem anderen 250. Also. Ja. Okay. 250, na, ich guck mal. 430.000 ungefähr. Okay, alles klar. Na gut, dann die 400 wir das. Bei euch halt, ne? Wie bitte? Die 400 bei euch halt. Zu steuern. Hm. Um die brauchst du keine Gedanken machen, Raimund. Da brauchst du überhaupt keine Gedanken machen. Wir machen jetzt erstmal, sehen wir erstmal zu, dass alles hier irgendwie wieder nach oben kommt, ne? Ja. Gut, passt. Dann fahr ich den mal weg und dann schauen wir mal, ja? Nur bring eine Heile an, sonst ist er nichts mehr wert. Nee, da hast du recht. Okay. Da hast du recht. Gut, alles klar. Oder willst du die letzte Fahrt genießen? Nee, danke. Ich muss hier weitermachen. Oh Mann, na vielleicht ist es auch besser, ist der Trennungsschmerz nicht ganz so hoch. Gut, Raimund, tschüssi. Ciao. Ciao. Ehrlich? Ja, servus. Oh. Servus. Ja, Herr Manus? Ja. Ich stehe bei Ihnen am Landhandel und bräuchte bitte 2 Anhänger voll Mischfutter für Kühe. Sie würde ich gar nicht anrufen. Ja, dann nicht. Dann ist in Ordnung. Dann bleibe ich hier weiterstehen. Alles gut. Dann. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie Sie. Ich weiß ja nicht, wie Sie mit mir umgehen würden, wenn ich sowas erzählen würde. Aber was meinen Sie denn da bitte mit? Was ich damit meine? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir sind im Fahrzeug unterwegs gewesen. Wir hatten einen Unfall. Können Sie sich vielleicht noch dran erinnern? Nee. An den Unfall, kabumm, zack, gehüpft, Auto in den Baum reingesprungen, hing da ein Baum drinne. Ich weiß noch, zuletzt waren wir zusammen in einem Fahrzeug, weil mir nicht gut war. Und Sie genau. Dann haben wir einen Fahrerwechsel gemacht. Haben wir Fahrerwechsel gemacht. Persönlich unterhalten als am Telefon? Ja, nicht, dass ich aber dann wieder Sie bekrabbelt habe oder irgend so ein Schwachsinn. Was? Ja, folgendes. Ich bin gleich am Landhandel oben. Wenn Sie noch 2 Minütchen Geduld hätten, dann... Ich habe Zeit. Okay, alles klar. Dann ich bin sofort oben, ja? Okay, danke schön. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das ist unfassbar. So. Karl? Ja. Ja, ich bin hier. Bin ich gar nicht. Ja, doch. Ach, da. Ja. Guck mal hier, das so. Gute Stück habe ich noch. Der muss so viel Kohle, wie es geht, bringen. Okay. Oh, das ist ein Raimund seiner. Der ist eigentlich noch ganz fiddy. Ah, ja, da wollen wir gucken, was er bringt. Wenn wir uns nie leisten können. Was, der hat noch um die 400.000 Schulden, hat er gesagt. Okay. Hm. So, oh, sehen, was die Karre wert ist. Oh ja, knapp 270. 270? Könnte ich da wohl rausholen, knapp. Ui, okay. Ja, dann hätte der Raimund nur noch... Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja gut, dann weg das Ding. Ja, dann vertickere ich den neuen. Ich guck mal, wen ich da noch so mit glücklich machen kann. Fast schuldenfrei, ist ja perfekt. Sag mal, Karl. Ja? Wir suchen... Unser Jeep ist spurlos verschwunden, der vom Jupp, ey. Ich glaube, da reißt uns den Kopf ab, wenn der wiederkommt. Aber der ist Gott sei Dank gerade im Wellnessurlaub. Mal für 2 Tage. Sag mal, hast du noch irgendwas da, was hier fahrbereit ist oder so? Oh, du, warte mal, ich muss mal den LKW ausmachen. Hast du nicht auch mal noch? Aber deinen roten Jeep habe ich gesehen. Der stand hier unten an der Seite irgendwo. Wo? Wenn du hier die Straße vorfährst, dann rechts, da stand er da. In Höhe vom alten LU ungefähr vielleicht, so in der Richtung. Echt? Ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Ja, oh ja, der ist dort. Das ist, du, bei meinen neuen Mitarbeitern wundert mich manchmal auch nichts mehr, was die da... Das ist aber scheiße. Also die Autos einfach in der Gegend rumstehen lassen, geht gar nicht. Da musst du gleich mal direkt Rambazamba machen. Aber eigentlich kann das nicht. Ich meine, wo war ich denn letztes Mal? Ja, wir waren Feuerlöschen vielleicht? Ja, deswegen. Also eigentlich hätte ich... Weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das war ja da so ein Drama. Da hat der Bayer mich irgendwann zurückgefahren. Sag mal, was ist denn da eigentlich mit der BGA, Karl? Ist da jetzt erstmal alles? Ich meine, wir sind ja dann abgerückt. Ihr habt ja dann die Feuerwache noch gemacht und alles.
Ja. Und naja, Wohngebäude komplett abgebrannt, ne, wie ich es mitbekommen hatte, und hinten die Silos auch. Ja, da ist nicht mehr ganz so viel. Ich weiß es nicht, das kann ich letztendlich nicht bewerten. Ne? Ich bin kein Gutachter für sowas, aber so was ich gesehen habe, war da nicht mehr sehr viel von übrig. Alter Schwede, das hat ja auch ein paar ganz schöne Rumser da unten gegeben, ne? Ja. Was waren das für... Ja, krass. Die Gase. Die Gase. Das knallt ab und zu mal, wenn die Gase entweichen. Ja, das kenne ich. Karl. Gut, dem Stil nicht, aber nah dran, würde ich sagen. Ah. Ja, pass auf. Na, vielleicht können wir es ja... Wollen wir mal schnell dein Auto holen hier? Ja, können wir mal machen. Warte mal, habe ich überhaupt noch was zum Fahren hier? Weiß gar nicht, der LKW, ja, den können wir theoretisch auch nehmen. Klar, komm, nehmen wir den. Warte mal, ich karte das mal schnell ab hier, dann brauchen wir den Hänger nicht mitnehmen. Kleinen Moment. So. Da, was wollte ich denn sagen? Dein Jeep braucht doch bestimmt eine Wartung nach dem Einsatz. Sollen wir da bestimmt mal drüber schauen? Ja, kannst du gerne mitnehmen. Ja, dann nehme ich den mal mit, dann schauen wir mal da drüber. Ich muss mal schauen, also, wie gesagt, oh. Der Ziegel. Der mit zum Axerion, mit zum Xerion hier. Der Ziegel? Hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht, die Stadt, die vermietet ja auch ab und zu irgendwelche Maschinen hier. Ja, stimmt. Es kann sein, der hilft irgendwo mit. Nee, ansonsten im Großen und Ganzen ist es natürlich, ja, jetzt haben wir den Ringeler, der komplett Blanco Mio ist, der arbeitet gerade für uns hier auf dem Feld und tut Tiefenlockerern. Das ist auch so ein Ding, okay. Alter Schwede, dass ich das mal noch erlebe. Und dem Fritzel brennt die BGA ab, naja, obwohl das gar nicht lustig ist, weil, naja, sein Mitarbeiter ist ja, muss ich auch mal schauen, was da noch. Oh, guck mal. Wurz Farm. Schlag, komm mal rüber, was? Nochmal, Schlag, komm mal was? BGA irgendwie. Oder was sonst noch rüber ist. Okay. Ja komm, ich fahr mal mit hin. Ja, lass mal Trend fahren. Du wolltest die Karre ja gleich mitnehmen. Ja, wär nicht schlecht. Ja, mach mal ruhig, ist kein Thema. Guti. So, perfekt. Warte mal. Ach so, die Frau Ehrlich wartet ja auch oben. Gut, ich muss auf jeden Fall nochmal Peter anrufen. Bevor ich mich mit der Ehrlich treffe, muss ich Peter Bescheid sagen. Peter oder Rolf, dass die gleich mitkommen. Wenn die nämlich wirklich nichts mehr davon weiß, was da gewesen ist, dann bedeutet das für mich eine ganze Menge weniger Schlamassel. Weil ich habe da sowieso keinen Bock drauf. Und was die da erzählt hat, das war, eine ganz andere Geschichte nochmal. Aber das ist kein Problem. Da würde ich den Peter einfach mit Peter hochfahren. Und dann können wir das direkt klären. Das ist eine gute Idee. Manus, ich sehe, das Gehirn funktioniert noch. Sehr gut. So. Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht so dein Ding, oder? Nur wenn ich eine fremde Nummer dran habe. So. Gut kontrolliert worden. Moin. Ja. Alter Vater, hier ist aber auch alles verrußt und verqualmt, ey. Tag. Hallo. So sagt das jeder. Guten Tag. Die ist noch so gut wie neu, die kann man benutzen. Ein bisschen Farbe rechts, links dran, dann läuft halt wieder. Das würde ich mal anders einschätzen. Wir müssen halt wirklich drauf schauen, dass sie auch wirklich sicherheitstechnisch wieder einmal frei. Na, vor allen Dingen Sicherheit. Sicherheit ist ja das Größte. Da kommt unser Brandschutzmeister Schlag. Ah, wo ist der Primär? Hi, Liv. Hallo, Miguel. Oh Mann, ey. Hey, Oberleitner, tut mir so komm leid, mal ran ey. Hier. Und jetzt kannst du dich mal mit dem da für unterhalten. Ich wäre das bestimmt ein harter Schlag, oder? Richtig um was falsch. Ich habe einfach nur einen Anruf bekommen. Oh Mann, vom Rettungssanitäter. Oh. Und sonst wüsste ich das gar nicht. Also pass mal auf, wir haben jetzt hier einen Vertreter von der Versicherung da. Scheiße, ey. Der bezweifelt, dass brandschutztechnisch dir alles gepasst hat. Du bist ja unser Brandschutzmeister. Kannst du dir mal bitte aufklären, dass du das regelmäßig überprüft hast und dass das alles passen müsste? Moin, Herr, wie heißen Sie? Oberleitner. Oberleitner. Kommt das von Oberleitung? Für Probleme? Deine Oberleitung bricht gleich zusammen. Okay. Kommen Sie mal her, Herr Oberleitner. Wir unterhalten uns mal kurz. Der ist wirklich richtig bei der Versicherung, oder? So, was haben Sie denn Stock für im Arsch, das glaubst du nicht.
Ja, ich wollte einfach nur wissen, ob die regelmäßigen brandtechnischen Wartungsarbeiten durchgeführt worden sind oder ob da irgendwo vielleicht ein Mangel besteht. Nö, also wir haben hier unsererseits immer alle Brandschutzprüfungen gemacht. Kann ich Ihnen auch gerne nachweisen in den Unterlagen. Also hier war immer alles in Ordnung. Wir haben regelmäßig überprüft. Dringend einmal bitte. Das ist nie wieder draufgelegt. Brandschutz. Er hat was draufgelegt? Was ist denn da drüben für ein Getuschel? Da hast du doch nie Wert drauf. Ja, machen Sie mal Ihr Zeug. Da hast du doch nie Wert draufgelegt. Ach so. Kommen Sie mal her, Oberleitner. Ich zeige Ihnen mal was. Ich habe mein Fahrzeug hier. Hast du kurz? Warten Sie mal kurz. Peter, komm mal. Peter. Los. Ja. Ich brauche dich dann unbedingt. Du musst unbedingt mit zum Landhandel kommen, da wartet die Frau Ehrlich, die Bella. Was ist mit der? Ja, die hat doch das Zeug über mich erzählt. Ja. Ich bin da hier auf Kaution draußen. Die hat mich angerufen, die steht am Landhandel, die will Sachen kaufen. Peter, du musst mitkommen, das glaubst du nicht. Du Was musst, glaub ich denn nicht? Du musst einfach dabei sein, Peter, du musst es einfach, du musst es auf dich wirken lassen. Inspiration. Peter, aber das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Wie lange dauert denn der Käse hier noch? Ich habe absolut keine Ahnung. Scheiße. Dieser Typ von der Versicherung, der ist irgendwie, der ist mir suspekt. Was ist denn mit dem? Der ist ja übelst perma-aggressiv, ey. Erstens das und zweitens sagt er auch ja und er behält jetzt Geld quasi jetzt erstmal ein und was weiß ich. Das Ding ist, wir müssen schauen, dass die BGA so schnell wie möglich wieder läuft. Ja, gut, das ist aber Peter, Stromversorgung. Das ist Versicherung, ne? Wenn die finden das kleinste Haar in der Suppe und dann sage ich dir, das war schon. Also das, Miguel, du warst mit hier beim Brand, dass 100.000 ne? Menschen gestorben sind, so ungefähr, weißt du? Du warst hier mit am Brand, ne? Ich war so, hier, klar. Ja, du hast gesehen, die Brandherde waren hauptsächlich am Container in den Durchversilos. Und Durchversilo, genau. Ja, und hier hinten am Gärrestelager steht ein Aschenbecher mit Stummeln drin. Da meint er so, ja, das ist ja, das kann ja das ausgelöst haben. Sei, das kann ja gar nicht sein, weil der Brand ja ganz woanders war. Okay, krass. Aber ganz ehrlich... Was macht denn da ein Aschenbecher mit Stumm? Naja, gut. Ja. Ja. Ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, aber jetzt gucke mal, wo die Fermenter und alles stehen. Peter. Und wenn du's hieß, ja, ne? Aber Peter, die wollen nicht zahlen. Das ist einfach so. Das Schaden hier, der ist exorbitant hoch. Die wollen nicht zahlen. Die wollen Geld sparen, sag klar. Ja, der zieht jetzt seinen Kopf aus der Schlinge, aber ist nicht. Nee, na, scheiße ist das. Ist auch Frau Fritzl scheiße. Soll ich die BGA übernehmen? Wir haben Geld. Herr Markus. Peter, was denn? Also, ne, der Fritzl steht jetzt da ohne Hemd und jetzt wollen sie die Hose auch noch nehmen, oder was? Ja, warte, ich frage mal. Ja. Bezahlt. Das kann ich ja verstehen, aber das Haus hat gebrannt, nicht das Güllelager. Also, was das wäre denn, wenn wir mal pauschal davon ausgehen, dass hier keiner geraucht hat? Dann müssen wir verschiedene Proben nehmen, ob vielleicht irgendwo Brandbeschleuniger benutzt worden ist von außerhalb oder ob das einfach nur durch die Hitze im Sommer zum Feuer gekommen ist. Das muss man halt jetzt einfach abklären und ja, dann betritt doch das Haus da oben, vielleicht haben wir Glück und du fällst noch irgendwo runter und dann kannst du das mal nachschauen. Das ist übrigens keine gute Verhandlungstaktik mit der Versicherung, möchte ich nur mal anmerken. Versuche ich ihm schon die ganze Zeit beizubringen. Der geht mir schon auf den Sack, seitdem er bei mir auf den Hof drauf gefahren ist. Es ist die Versicherung, die wollen nicht zahlen. Das ist doch immer so. Beruf, ihnen auf den Sack zu gehen, damit sie schnell ihr Geld kriegen. Also ich würde da mal vorschlagen, holen wir mal die Brandermittler her, die das Ganze hier mal überprüfen und die ihnen dann mitteilen, was wahrscheinlich die Brandursache hier war. Und dann wissen sie, ob sie ihr Portemonnaie aufmachen müssen oder nicht. Und ganz wichtig, wir nehmen noch eine Tube Öl, machen die schön bei Fritzl im Kopf, dass er da mal seinen Kopf in den Arsch reinsteckt, dass das endlich mal hier vorangeht. Du musst den in den Arsch kriechen, Alter. Was muss in den Arsch? Du musst da... Kann ich dir zeigen? Nein, ich habe das falsch verstanden. Alles gut. Gut, ich muss aber wow. Ich bin dann mal... Ja, warte, nee, hau mal nicht ab. Was los? Dann, wahrscheinlich muss das ja die Feuerwehr hier übernehmen. Woanders. Ich glaube, ihr Auto wird gerade geklaut. Ich bin mir aber nicht sicher. Da sind sie sich wirklich unsicher. Haben sie recht. Aber in diesem Sinne, meine lieben Freunde, sind wir auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss und ciao. Euch einen wunderschönen Start in die Woche noch. Tschüss. Genau. Tschüss.